Hi meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass ich bei den Mixed Face Awards mich beworben habe mit meinem letzten Video. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch das unbedingt anschauen. Ich habe mich aber nicht nur bei den Mixed Face Awards beworben, sondern habe mich auch noch bei einem anderen Make-up Artist Wettbewerb beworben. Und zwar auf Instagram hat Make-up Factory ja einen Aufruf gestartet. Und zwar, dass so viele wie möglich ein Foto von ihrem besten Look quasi unter dem Hashtag TheNextMakeupArtist hochladen sollen. Das ist quasi wegen ihr eigener Make-up Artist Wettbewerb. Und da habe ich dieses Foto hier eingereicht. Und ja, habe es damit quasi in die nächste Runde geschafft. Ich glaube, um die 4000 dürften sich beworben haben und ich bin in die Top 500 gekommen. Und da hat mir Make-up Factory ein bisschen was zugeschickt, ein paar Produkte und auch die erste Challenge. Ich glaube, die nächste Stufe werden die Top 300 sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe es gerade nicht so im Kopf. Da dachte ich, warum soll ich denn das nicht mal für euch abfilmen, weil warum soll ich nur Bilder machen, wenn ich auch YouTube mache und euch das genauso gut auch als Video abdrehen kann? Und zwar war die Challenge, einen grafischen Eyeliner zu machen. Da habe ich mir schon eine Skizze angefertigt, wie ich das ungefähr machen will. Und eine Cut Crease sollen wir schminken. Ich werde euch jetzt erstmal zeigen, was mir Make-up Factory denn überhaupt so zugeschickt hat. Sprachfehler. Zuerst mal hat Make-up Factory hier eine Lidschattenpalette zugeschickt. Das ist diese hier. Und genau, da haben wir einen schönen Braunton, einen Fliederton und zwei schöne Schimmertöne drin. Den hellen hier kann ich auch super als Highlighter benutzen. Machen wir gleich weiter mit Lidschatten. Und zwar habe ich dann hier noch einen matten, schwarzen Lidschatten bekommen. Damit das Ganze auch gut hält, hat mir Make-up Factory gleich noch eine Eyeshadow Base mitgeschickt. Und zwar nennt sich das Eye Lift Korrektor, quasi ein Farbkorrektor mit optischem Lifting-Effekt. Dann hat mir Make-up Factory noch etwas zugeschickt, was ich heute früh, als ich mein Make-up für die Schule gemacht habe, schon verwendet habe. Und zwar einen Primer. Der macht die Haut richtig schön weich und glatt. Ein Fixing-Powder haben sie mir auch noch geschickt. Für die Cut-Crease braucht man natürlich einen Concealer. Und da hat mir Make-up Factory auch einen geschickt. Das ist quasi so ein Concealer mit Pinsel vorne dran und der Concealer kommt vorne raus, wenn man unten auf diesen Knopf drückt. Dann habe ich noch einen Kajalstift bekommen und zwar in einem schönen Blau, die Farbe 21 ist das. Es hat hier noch so einen kleinen Schwamm zum Verblenden. Das ist quasi die Farbe. Und für den grafischen Eyeliner braucht man natürlich auch Eyeliner, logischerweise. Und da hat mir Make-up Factory ihren Liquid Eye Designer geschickt. Eigentlich dachte ich, die senden uns nur Produkte für die Challenge zu, die wir machen, also am Auge. Aber irgendwie haben sie noch ein bisschen andere Sachen geschickt, weil es Lippenprodukte sind. Und zwar einmal dieses Lip Up Super Repair Balm. Ja, das ist so ein, wie eine Art Gloss Balm zur Pflege für die Lippen. Und ich muss euch sagen, das ist echt so geil. Das enthält Kampfer, Menthol, Salicylsäure. Durch die Salicylsäure, also das ist ja auch in Schuppenshampoos drin, gegen diese starke Verhornung, was ja Schuppen im Endeffekt sind. Und da ich wirklich immer das Problem hatte, dass meine Lippen immer, also nicht nur trocken waren, sondern auch super schnell verhornt sind, also sich immer da Schuppen drauf gebildet haben, nicht so Schuppen, aber so Hautfetzen, die immer abgestanden haben, das sah immer dumm aus. Bei mir hat auch kein Lippenpeeling geholfen und so. Und das wirkt da echt gut dagegen. Und zu guter Letzt noch ein Beautifying Lip Primer. Das macht man dann quasi unter den Lippenstift, damit man eine ebenmäßigere Lippenform hat und der Lippenstift besser hält. Ich würde vorschlagen, ich schminke mich jetzt ab und werde dann die Looks schminken. Ich glaube, ich werde zuerst den Graphic Eyeliner machen. Dafür verwende ich auch erstmal die Make-up Base. Ja, das macht gleich einen richtig, richtig frischen Blick. So, aber ich nehme jetzt mal kurz die Mrs. Bella Palette und gehe in Undressed. Und dass das auch ein bisschen gesettet ist, weil das sieht auch doof aus mit Graphic Eyeliner und dann ist da so komplett gecreased. Dann nehme ich mir jetzt gleich den Liquid Eye Designer von Make-up Factory und werde mir zuerst mal einen ganz normalen Lidstrich ziehen. Übrigens werde ich es jetzt gleich mal am Anfang sagen, wäre es super toll, wenn ihr das Foto auf Instagram zu diesen beiden Looks liken könntet. Ich packe euch den Link einfach mal in die Infobox, denn jetzt geht es eigentlich nur noch, glaube ich, darum, wie viele Likes, also Votes, die Looks haben.
Was ich eigentlich komplett bescheuert finde, weil die sich dann wahrscheinlich ihr Next Make-up Artist nur nach der Anzahl ihrer Follower und Likes aussuchen. Ich denke mal, die werden sicherlich schon selber noch mit drauf gucken und wie die Looks geworden sind und wie sie denen gefallen und nicht nur auf die Likes, was ich hoffe, aber trotzdem werden sie größtenteils auf die Likes gucken. Deswegen wäre es toll, wenn ihr das Foto liken könntet und kommentieren könntet. So, jetzt werde ich hier im inneren Augenwinkel noch ein bisschen die Linie weiter runtersetzen. Und jetzt werde ich dieses Ende durch einen Halbkreis relativ gleichmäßig verbinden. Das nächste, was wir machen müssen, ist ein Dreieck. So, jetzt fehlen eigentlich nur noch zwei Elemente. Ich habe eigentlich geplant, dass ich hier innen und da außen noch so ein Muster machen zu Blumenranken. Auf meinem Auge ist das jetzt eine ziemlich kleine Fläche. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas am Blumenranken hinbekomme. Ja, wir werden sehen. Ich glaube, ich versuche einfach mal was Blumenranken-ähnliches reinzumalen, auch wenn man es dann nicht wirklich erkennen kann. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch ein was geplant. Und zwar will ich hier oben und da unten in dem Dreieck Glitzer machen. So, da wo ich das Glitzer gemacht habe, werde ich jetzt, denke ich, den Eyeliner noch mal ein bisschen nachziehen. So, geschafft. Und jetzt fehlt da eigentlich auch nur noch Wimperntusche und falsche Wimpern. Okay, weiter geht's mit der Cut Crease. Und zwar nehme ich mir natürlich die Lidschatten Palette, die mir Makeup Factory geschickt hat, und nehme als Transition Color erstmal den Fliederton. Dann kommt jetzt schon der Concealer von Makeup Factory zum Einsatz. Jetzt nehme ich mir so einen eher abgefrägten Pinsel und gehe in den dunklen braunen Ton. Und gebe den einmal außen an die Cut Crease und in den Innenwinkel. Jetzt nehme ich mir einen anderen Pinsel und gehe wieder in den Fliederton und gebe den ganz leicht hier am Rand von dem Braun hin. Und jetzt ziehe ich das Braun nochmal nach, um die Farbe wieder aufzufrischen. Jetzt nehme ich mir einen kleineren Pinsel und gehe in diesen Ton hier und gebe ihn auf die Mitte des Lides. Und mit dem hier toppe ich das noch. Jetzt blende ich das Flieder nochmal so ein bisschen dazwischen. Den ganz, ganz hellen Ton setze ich auch gleich noch in meinen Augeninnenwinkel und unter die Augenbrauen. Und jetzt nehme ich mir diesen matten, schwarzen Lidschatten und gebe ihn wirklich nur punktuell in die äußersten Ecken der Cut Crease, um dieses Braun zu vertiefen. Und jetzt gebe ich schwarz, braun, Lider unten unter mein Lid. So, jetzt nehmen wir uns diesen schönen blauen Kajalstift und zeichnen damit die Cut Crease nochmal nach. Und den gebe ich jetzt auch auf meine beiden Wasserlinien. Jetzt nehme ich mir wieder den Liquid Eye Designer und ziehe nur einen ganz, 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 ganz dünnen Lidstrich. So, und jetzt wieder gleiches Spiel wie vorhin. Mascara und falsche Wimpern. Und jetzt wollte ich hier noch so ein Glitzerstein in das Auge setzen. So, das war's auch schon mit dem Video. Das war mein Graphic Eyeliner und meine Cut Crease für die erste Challenge der Top 500 der Hashtag Next Makeup Artist von Makeup Factory. Mal schauen, ob ich weiterkomme. Also da bin ich mir wirklich nicht sicher, weil es sind 500 Teilnehmer in dieser Runde und die sind alle echt gut. Deswegen bin ich wirklich auf eure Likes auch angewiesen und auf eure Kommentare. Deswegen schnell auf den Link in der Infobox klicken und fleißig auf Instagram kommentieren und liken und am besten das Foto überall rumschicken, sodass es ganz viele Likes bekommt, dass ich eine Chance habe, da weiterzukommen. Wie gesagt, ich finde es doof, dass es halt da echt nur nach Likes und so geht. Aber naja, die haben es so ausgesucht, weil ich finde, da hat man dann als eher kleiner Beauty-Guru mit nicht so vielen Followern wenig Chancen mal zu kommen und das finde ich echt unfair. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, nächste Woche Sonntag. Ich glaube, das wird diesmal endlich mal wieder ein Vlog werden. Auf jeden Fall abonnieren und Glocke aktivieren, denn ich habe das beim Dunkle Parabelritter gesehen in einem Video. Es soll wohl neuerdings so sein, dass YouTube beschlossen hat, den Abonnenten einfach nicht mehr die neuesten Videos anzuzeigen von denen, die sie abonniert haben, sondern sie zeigen die Videos nur noch den aktivsten Abonnenten an
Und die, wo der Algorithmus sagt, ja, das würden die sich wahrscheinlich am ehesten angucken. Also es kann sein, dass so 90% von euch mal Videos gar nicht mehr angezeigt bekommen, weil YouTube jetzt entscheidet, was ihr sehen wollt und was nicht. Also die einzige Chance, wirklich kein Video mehr zu verpassen, ist wirklich diese Glocke zu aktivieren. Ich kann euch das Video von Barabaritta auch mal in die Infobox verlinken, der kann das besser erklären als ich. Aber das hat mir schon ein bisschen wütend gemacht. Wie gesagt, abonnieren, Glocke aktivieren, ein Like dalassen hier auf YouTube, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn euch die Looks gefallen haben, auch auf Instagram bitte unbedingt. Und dann sehen wir uns zum Vlog nächste Woche. Und genau, bis dahin würde ich sagen, bye bye.